50.000 Euro oder weniger. So viel verdienten 2/3 der Versicherungsmakler in Deutschland letztes Jahr. 1/3 verdiente sogar nur 25.000 Euro oder weniger. Falls du Versicherungsmakler bzw. Versicherungsvermittler bist, kann ich dich an dieser Stelle erstmal beruhigen. Wir werden in diesem Video nicht über neue Strategien sprechen, wie man online über Social Media neue Kunden gewinnen kann. Wir werden vielmehr darüber sprechen, mit welchen Softwarelösungen und welchen Ansätzen du bei deinem bereits existierenden Kundenbestand deine laufenden Einnahmen erhöhen kannst und gleichzeitig deine Storno-Risiken minimieren kannst. Mein Name ist Christoph Fuchs, ich bin einer der Gründer von Finvoice und ich war selbst 18 Jahre lang als Versicherungsmakler selbstständig. Ich weiß also wirklich aus eigener Erfahrung, wo die Fallstricke in dieser Branche sind. Denn sind wir mal ehrlich, die Arbeit als Versicherungsmakler ist die letzten Jahre bedingt durch Gesetzesänderungen, Regulierungen und Veränderungen des Marktes nicht gerade leichter geworden. Auf der einen Seite werden die Provisionen reduziert und die Haftungszeiten verlängert. Von einem möglichen Provisionsdeckel oder Provisionsverbot wollen wir jetzt an dieser Stelle noch gar nicht sprechen. Auf der anderen Seite steigt der administrative Aufwand von Jahr zu Jahr. Zusammengefasst bedeutet das also mehr Arbeit bei weniger Geld und höherem Risiko. Als ich noch als Makler aktiv war, habe ich für mich entschieden, dass mir die Provision als einziges finanzielles Standbein meines Geschäfts zu unsicher ist. Ich habe mich daher für die folgenden zwei Lösungen entschieden. Erstens, wenn ich einem Kunden Service geboten habe, der über meine gesetzlichen Pflichten als Makler hinausging, dann habe ich mir diesen Service durch eine Servicepauschale, also eine Art Service Flatrate, monatlich bezahlen lassen. Du wirst das aus deinem Alltag als Vermittler sicherlich selber kennen. Zu einem guten Service gehört ein Jahresgespräch, besondere Betreuung im Schadensfall. Der Kunde möchte im November Vergleiche der Kfz-Versicherungen haben. Er möchte einmal am Ende des Jahres eine Kopie aller Policen für die Steuererklärung haben und so weiter und so weiter. Natürlich, wir bekommen dafür auch eine Bestandspflegekotage, aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, reicht die manchmal nicht aus, um diesen umfangreichen Service wirtschaftlich zu rechtfertigen. Und ich weiß übrigens, was du jetzt möglicherweise denkst, denn ich hatte diesen Gedanken auch. Sind meine Kunden bereit, für Service zu bezahlen, der in der Vergangenheit umsonst war? Ich kann dich aber beruhigen, das ist eine Hürde, die nur wir Makler im Kopf haben. Unsere Kunden denken so nicht. Lösungsansatz Nummer 2, Nettotarife anstelle von Bruttotarifen. Ein Nettotarif ist ein provisionsfreies Altersvorsorgeprodukt. Anstatt einer Abschlussprovision stellst du dem Kunden jetzt hier ein Honorar für die Vermittlung dieses Produktes in Rechnung und das hat mehrere Vorteile. Vorteil Nummer 1, der Kunde hat einen höheren Rückkaufwert und viel mehr Transparenz. Vorteil Nummer 2, du als Vermittler hast kein Storno-Risiko. Also gewinnen beide. Das hört sich jetzt alles erstmal sehr schön und logisch an, aber mit diesen Ideen oder mit diesen Lösungen kommen weitere Probleme um die Ecke. Es stellen sich folgende Fragen. Erstens, wie kommt denn das Geld des Kunden vom Kundenkonto auf dein Konto? Richtet der Kunde beispielsweise bei so einer Service-Flatrate einen Dauerauftrag ein? Wenn ja, wer kontrolliert die Zahlungseingänge? Wer macht das Mahnwesen? Viel schlimmer noch, wer schreibt hier eine Rechnung mit laufender Nummer jeden Monat bei mehreren hundert Kunden? Der buchhalterische Aufwand ist astronomisch. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass möglicherweise Untervermittler ins Spiel kommen, dann ist dieses Problem schon selber gar nicht mehr zu lösen. Die nächste Frage wäre, woher bekommt man denn saubere Vertragsmuster für eine Honorarvereinbarung, für eine Servicepauschale? All diese Fragen haben letztendlich dazu geführt, dass wir Finvoice gegründet haben. Finvoice löst für Versicherungsmakler und Vermittler genau diese Probleme. Finvoice bucht für dich einmalige und wiederkehrende Beiträge bei deinen Kunden ab, schreibt dir das Geld gut, schreibt automatisch eine Rechnung und verschickt diese. Finvoice kontrolliert für dich die Zahlungseingänge, verschickt Zahlungserinnerungen und hat ein professionelles Störfallmanagement. Darüber hinaus ist die Plattform in der Lage, Vermittler bis zu 20 Ebenen abzurechnen und du erhältst aktuelle Vertragsmuster genau für diese Themen. Und übrigens, das Ganze kostet dich weniger als eine Tasse Kaffee am Tag. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, möglichst viele Makler und Vermittler mit unserer Plattform zu unterstützen. Wenn du dich also von diesem Video angesprochen fühlst, dann trag dich jetzt unter dem Video für ein kostenloses Erstgespräch ein. In diesem Gespräch erarbeiten wir für dich einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du mit Hilfe unserer Plattform deine Einnahmen erhöhen und gleichzeitig deine Storno-Risiken reduzieren kannst. Und das übrigens so, dass du direkt nach dem Gespräch startklar bist und mit der Umsetzung beginnen kannst. Also, trag dich jetzt unter dem Video für dein kostenloses Erstgespräch ein. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und wünsche dir bis dahin erstmal weiterhin viel Erfolg. Bis dann, dein Christoph Fuchs.